Sven Brentcher zeigt Ihnen in diesem Film eine wunderbare Möglichkeit, sowohl den Kopierstempel auf der einen Seite zu nutzen, als auch die Farbe der erzeugten Kopie zu verändern. So könnte man zum Beispiel mehrere Verkehrsampeln nebeneinander platzieren, die gleichzeitig eine andere Farbe zeigen. Präsentiert von photoshoppodcast.de, Ihr Profi-Cast für digitale Bildbearbeitung. Verwenden Sie den Kopierstempel, um Elemente zu duplizieren, und verändern Sie die Kopien mit dem Farbe-Ersetzen-Werkzeug. Fragen Sie mich bitte nicht, wie ich auf das nächste Beispiel gekommen bin, aber es muss ja nicht alles irgendwo Sinn ergeben. Manchmal kann es einfach Spaß machen. Ich möchte Ihnen gerne eine Kombination aus Kopierstempel und Farbe-Ersetzen-Werkzeug zeigen. Als allererstes nehmen wir mal den Kopierstempel und wir kopieren einfach hier diese kleine Lampe nochmal hier unten hin. Hält man die Umschalttaste gedrückt, dann kann man auch dafür sorgen, dass das wirklich mehr oder weniger im rechten Winkel, also im Lot, passiert. Jetzt kopieren wir den hier einfach nochmal rein. Sieht ja schon fast so aus, als wäre die immer da gewesen. Dann nehme ich das Farbe-Ersetzen-Werkzeug und wähle mal hier ein Ampelgrün an, so ein richtig schön leuchtendes Grün. Wir wählen hier die Toleranz ruhig ein bisschen höher und stellen das Ganze auf Benachbart ein und ersetzen hier die Farbe. Kann ich jetzt reingehen und einfach die Farbe überpinseln. Und schon habe ich jetzt quasi zwei Lampen, eine rote, eine grüne. Wofür die grüne Lampe ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Ich weiß aber auch nicht, was die rote Lampe an der Stelle am Fahrzeug macht.